Yo, hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, heute spielen wir in Super Mario 64 Geogaster um 100 Euro. Und Leute, es sind hier 9 Leute am Start, die hier mitmachen werden. Und Geogaster wird so ablaufen, dass ich mich an einem Kurs begebe. Und dann werde ich den Leuten einen Screenshot senden. Und die müssen dann anhand des Screenshots herausfinden, wo ich mich befinde. Und die müssen mich dann auch in-game schlagen, damit die dann halt weiter sind. Und wenn mich jetzt ein paar Leute nach dem ersten Screenshot nicht gefunden haben, dann werde ich den Leuten nochmal einen Screenshot zeigen von einem Ort, wo ich mich befinde, wo man eher erkennt, wo ich mich dann halt befinde. Und beim dritten Screenshot ist es eigentlich relativ offensichtlich, wo ich mich befinde. Und die Person, die mich dann als letztes gefunden hat, beziehungsweise dann als letztes Ingame geschlagen hat, ist dann raus. Und das Ding ist, da findet halt eine neue Runde statt. Und die Person, die alle Runden weitergekommen ist und das Finale dann noch gewonnen hat, gewinnt dann die 100 Euro von mir. Und ja, Leute, das machen hier 9 Leute mit. Was geht? Ja, moin. Was geht? Und übrigens Leute, Emily Amy hat die Mario 64 Geogaster Mod erstellt. Ein Dankeschön geht raus an Emily Amy dafür. Moin, 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 moin. Was geht, Leute? Leute, ich habe unter gamishop.de meinen Merch. Wenn ihr wollt, könnt ihr das sehr gerne vorbeischauen. Ja, moin. Das ist die erste Runde hier in Geogaster. Und wohin gehe ich jetzt? Wohin werde ich hingehen? Übrigens, Leute, alle Toads haben die gleiche Farbe am Start. Aber nur aus dem Grund, damit niemand einen anderen Toad verfolgt. Weil es gibt Leute, die sich hier mit dem Spiel besser auskennen. Es gibt Leute, die sich halt mit dem Spiel auch ein bisschen weniger gut auskennen. Es kann auch passieren, dass dann eine andere Person verfolgt. Und das wollen wir am besten so vermeiden, indem alle Toads die gleiche Farbe haben in dem. Lass uns als erstes hier reingehen zum Lava-Kurs. Wir werden einfach einen Screenshot von diesem Boden machen. Das ist crazy. Ich werde mich einfach am Anfang vom Kurs befinden. Das wird for real crazy. Ich werde einfach hier warten. Die werden mir sowas von sehen. Was ist das für ein crazy Screenshot? Was soll ich mir darunter vorstellen? Okay, oh, das ist... Ich glaube, es müsste Total Mountain sein. Es könnte ein Bowser-Level sein. Es könnte irgendwas im Keller sein. Keller Bowser oder Lethal Lava Land? Alter, ich habe gar keine Ahnung. Bruder, wo soll das sein? Ist das überhaupt noch ein Mario 64? Ich bitte dich. Ich gehe hier hin. Er ist irgendein Level reingegangen. Aber es kommen Leute mit. Es kommen Leute mit auf jeden Fall schon. Geht nur einer rein? Hä? Ich dachte auch hier. Ja, ja, ja. Boah, es gehen echt wenige da rein, ne? Ich glaube auch irgendwo hier so, ne? Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich hätte jetzt gesagt, das ist schon irgendwas im Keller. Das läuft schon richtig mies schlecht. Ich hätte mich mal ein bisschen vorbereiten sollen. Nee, ich muss auf einen zweiten Screenshot warten. Glaube ich. Wo könnte das denn sein? Oh, ich weiß, wo das ist. Oh mein Gott, ich weiß es. Ich bin dumm, ich weiß es. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist das nicht. Das ist das nicht. Die anderen gehen alle woanders hin. Also mein Gedanke war gerade, das könnte irgendwie so auf diesen Dingern da sein. Ist es aber nicht, ne? Ich verliere direkt zu Beginn, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Na toll, ich gehe jetzt einzige runter. Nice. Aber hier steht ihr nicht, oder? Das könnte voll gut der Boden sein hier. Es wäre auch irgendwie echt heftig, wenn Gammy hier die ganze Zeit chillen würde. Also vom Farbton her könnte schon ein TTM sein, aber ich weiß es echt nicht. Ich erkenne leider nicht. Boah, ja, ich habe echt keine Ahnung. Ich muss auf ein Bild warten. So, hier vielleicht irgendwo, keine Ahnung. Vielleicht in der Pyramide drin, ich weiß nicht. Hier vielleicht irgendwo, nee, ich glaube nicht. Na, das ist never hier. Oh, ich glaube, ich weiß wo. Vielleicht Total Mountain oder so, keine Ahnung. Ich habe noch nie diese Textur gesehen. Was ist das? Hier drin? Ja, auf gar keinen Fall, oder? Warum ist hier jeder? Jeder ist hier. Ah, wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Es muss doch eigentlich irgendwas im Untergrund sein. Das ist so eine weirde Textur. Ich bin die erste Person! Let's go! Easy! Es gibt mir halt übelst die Kupfer-Vibes. Bitte sei hier. Das wäre halt übel stark. Er ist hier! Screenshot Nummer 2 kommt jetzt. So, das ist offensichtlich. Leute, Screenshot Nummer 2 ist offensichtlich. Man sieht auch unten noch ein bisschen die Lava. Oh, oh! Lava! Lava, 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 Lava! Ja, ja, ja! 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 Nice. Was, das Spiel haben wir noch nie gespielt. Was soll das sein? Kenn ich auch nicht. Ist das Lethal Lava Land? Oh, da ist er. Als ob jetzt alle dahin laufen, nein, oder? Als ob das jetzt alle gecheckt haben, Bro. Niemals, oder? Ja, das ist dieses Sandlevel, glaube ich. Ja, das ist das Sandlevel, oder? Ich folge den Leuten jetzt einfach. Also, keine Ahnung. In die Wüste? Das ist hier niemals. Nee, es ist das safe nicht in der Wüste. Hä, oder ist es in der Pyramide drin? Nein, oder? Oh, doch. Ich glaube, ich habe eine Idee, was für ein Level sein könnte. Das ist Lava Level. Da ist irgendwas Rotes. Ist das ein Bowser? Ist das ein Bowser? Nein, hier sieht gar nichts danach aus. Niemals, das ist hier nicht drin. Kleiner Tipp. Ihr schaut auf Screenshot Nummer 2 an und schaut bis dann unten rechts. Das ist irgendwas Rotes. Ja, ich sehe schon. Okay, es könnte noch... Bro, ist das echt das Lava-Ding? Nein, oder? Das ist ein bisschen was Rotes, aber ich weiß nicht. Hä, ist echt hier? Ach, direkt am Anfang!
Jawohl, dachte schon. Oh, es ist eine Lava-Welt. Okay. Ich glaube, es ist die Lava-Welt. Aber ich weiß nicht, gibt es das hier irgendwo? Ich weiß nicht. Oh. Ich hab's geschafft. Ich bin der Beste, Bruder. Warm, Bruder. Wer fehlt noch? Rachel, wie geht's? Moin. Oder was hast du gedacht bei dem Screenshot, Rachel? Sag mal, was hast du gedacht? Ich hab echt keine Ahnung gehabt. Ey, Rachel, danke, dass du dabei warst. Gerne wieder dabei. Leute, beim zweiten Screenshot gehen wir aber hier hin. Wieder in Liebe Lavaland, relativ in der Nähe vom Spawn. Das Ding ist, die Leute müssen dann zu mir kommen. Ich werde mich hier festhangen. Leute, der nächste Screenshot ist wieder von Liefer Lavaland. Oh mein Gott, was ist das? Könnte wieder LLL sein oder SSL. Schwierig. Aber das könnte, klingt dumm, könnte auch Liefer Lavaland nochmal sein. Das ist das Cave-Level, oder? Ja, das ist das Cave-Level, ja, deswegen geht eure Leute nach rechts, ja, okay. Denke mal Hazy Maze Cave, ne? Guck mal, das könnte mal wieder überall sein irgendwie, ne? Also ich würde sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Lava-Level oder so Bowser oder so. Also ein Lied Lavaland oder so vielleicht, keine Ahnung. Normal, das ist es, oder? Okay, ja, das war auch mein erster Guess so. Ja, das war auch mein erster Guess. Irgendwo hier, genau, ich hab in diese Höhle hier gedacht. Oder ist es da bei diesem Nestchen, ne? Oder hier? Nein, ist aber auch klar, ne? Ne, okay, jetzt wieder vorbei. Ich weiß nicht genau, wo es ist, nein. Aber ich kann mich halt auch gut irren. Obwohl, es kann auch sein, dass es Dire Docks ist oder sowas. Es fällt mir hier gerade nichts ein hierzu. Er wird wahrscheinlich nicht nochmal Lethal Lava Land, Mann. Ja, das sieht sehr ähnlich aus, tatsächlich. Das Ding ist halt, sieht genau eins zu eins gleich aus wie die Textur hier. Nur ist er halt hier nicht. Doch. Okay, doch, ich wusste, er ist doch hier. Krass. Okay, die gehen alle in Level. Okay, das ist schon mal gut. Könnte das hier sein? Gerade schwer am Überlegen. Nee, das sind alles andere Texturen hier. Das ist alles was anderes. Ach, schade. Das hätte es sein können. Nee, bei ihm nicht. Der Stein hier auch nicht. Ich glaube, Hazy Maze Cave ist es nicht, wirklich. Boah, das könnte sogar vielleicht wieder Little Lava Land sein, ne? Ich glaube, for real sogar. Wenn es jetzt wieder Little Lava Land ist, dann ist Game in Eierkopf, wirklich. Nee. Doch, oh mein Gott, zweimal Little Lava Land ist krass. Obwohl, nee. Oh mein Gott, ich habe die Textur falsch gesehen. Es ist Shifting Sandland. Die Textur ist halt so weird irgendwie. Nee, die ist doch nicht hier, glaube ich. Ja, aber das ist so eine weirde Textur. Kommt die Textur hin? Nee, kommt nicht hin, aber vielleicht gibt es hier noch eine zweite. Oder, Biberberg. Boah, stürmt schon schön. Das wird auch so eine Steintextur. Leute, machen jetzt nochmal einen Screenshot. Und man sieht bisschen von der Lava. Und es ist okay, wenn ihr nachher ein bisschen böse auf mich reagiert. Wenn ihr dann zweiten Screenshot seht. Da ist er doch. Mann, wirklich alles abgesucht außer diesem Part hier. Bin ich dumm? Was ist das nochmal? Ich check's gerade gar nicht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Natürlich ist es doch Lethal Lava Land. Nein. Nicht verkacken. Ich wäre fast letzter gewesen. Nein, er hat's doch gepult. Als ob. Okay, jetzt müssen wir mich beeilen. Die wissen doch jetzt alle, dass es da ist. Da, ich seh ihn. Nein, ich sterbe. Nein! Ja. Okay, warte, ich bin aber nicht letzter, glaube ich. Oh mein Gott, schnell, ja, okay, das ist das Lava-Level wieder, ne? Man sieht oben so, ja, das ist diese kleine Insel, ne? Oh mein Gott, ich bin letzter, das war's, oder? Ja, ich bin letzter, never mind. Er ist drin, ja, oh mein Gott. Krank. Ey, das ist, ey, no joke, das ist krank. Scheiße, die sind schon drin. Die waren alle schon unten, ich nicht. Ich bin der Letzte. Oh mein Gott, wieder ein oh nein! Wie asozial! Es ist immer dasselbe! So, wo war das denn? Diese Steinplattform, ich weiß es nicht mehr. Wo waren denn diese Steinplattform? Ist das nicht hier? Nee. Scheiße, hier ist es nicht. Oh, kacke. Okay, ja, das war's. Scheiße, das war doch hier. Ah, das ist ein Vulkan! Oder? Nee. Man muss mir noch suchen. Dann bin ich raus. Hotspot, danke, dass du da warst. Ich werde jetzt was machen, und zwar was Witziges. Ich werde jetzt hier beim Vanishcap-Bereich mich einfach hier hinten verstecken. Und die meisten Leute, die bei Vanishcap reingehen und auch noch Zeitdruck haben, werden wahrscheinlich so schnell hier runterrutschen. Aber ich werde extra mich hier hintergeben. Ja, das ist ja ganz eindeutig, ne? Da müssen wir ja nicht lange überlegen. Das ist ja ganz klar. Okay, ich muss irgendjemand hinterherlaufen. Ich habe keine Ahnung. Ist das Schiff? Sieht aus wie Vanishcap, aber
Das sieht aus wie eine Vanish Cap. Ich gehe mal Vanish Cap. Ich check's einfach mal ab. Hier sind so viele. Es ist eine erkennbare Textur, aber. Ist das Vanish Cap? Weiß es nicht. Da ist jemand runtergerutscht. Was? Was? Bro, hab ich nicht gesehen. Ich gehe mal weiter. Ich habe ihn jetzt da nicht gesehen. Vielleicht mache ich jetzt auch Scheiße. Und es ist absolut dumm, dass ich jetzt hier hochgehe. Nee, ist nicht hier, ist nicht hier. Lass dich alle mal ein bisschen vorlaufen, ne? Lass mal ein bisschen vorlaufen hier auf gemütlich. Es gibt Leute, die denken oben. Es gibt Leute, die denken unten. Aber es war ja auch tatsächlich, stand da ja auch Basement, ne? Da ist auch, glaube ich, nicht mehr rausgegangen. Zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte. Boah, ich habe auch das Gefühl, das ist der erste Bowser irgendwie. Ja, obwohl, nee, safe nicht. So, hier vielleicht, kann ich mir vorstellen. Das kann aber durchaus Bowser. Oder war, glaube ich, sogar. Ich glaube, ich habe ihn sogar gesehen. Hä? War ich nicht gerade ein grüner Germi? Kleiner Tipp, auch wenn ihr nicht lange am Suchen seid, Bowser bringt euch nichts. Ich bin in keinem Bowser-Level. Nein. Okay. So, was sind eure anderen Ideen, Jungs? Ich geh mal mutig vor, ne? Tu mal so, als wenn ich eine Idee hätte. Ja, okay, jetzt bin ich los. Ich bin so los. Das sieht so ein bisschen nach dem Cave-Level aus, ne? So ganz bisschen. Das sieht so ganz bisschen danach aus, aber nee. Okay, das war's jetzt. Safe Call, 100%. Ich fühle gerade gar kein Level. Das ist halt echt nur mal wieder ein super Nicht-Sagen. Okay, jetzt nur viel Gitter hier, auf keinen Fall. Das ist Quatsch. Oh mein Gott, ich kenne die Textur, aber es kommt mir gerade. Ich erkenne es nicht. Es ist nicht Vanish Cap auf jeden Fall. Nee, das ist keine Textur von hier. Boah, ich kenne die Textur, aber ich kann sie gerade nicht entziffern, leider. Ich habe jetzt nur Metal Cap im Kopf, weil es metallisch aussieht. Ich sag, es ist. Das könnte halt Hazimis Cave gut sein, eigentlich. U-Boot? Es ist hier gar nicht. Bin ich dumm? Bin ich komplett lost? Ist ja gar nicht hier. Das U-Boot ist doch ganz woanders. Ich bin komplett deppert. Ist doch Vanish Cap. Oh mein Gott. Boah, ich hab echt, es ist nicht hier. Pass auf, es ist wieder Little Lava Land. Merke, es ist nicht Little Lava Land. Boah, ich hab echt keine Ahnung mehr, wo das rein kann. Ich glaube, ich muss auf den zweiten Screenshot warten. Okay, ich glaube, hier oben nicht. Es sieht halt sehr gebäudig aus. Muss irgendein Gebäude sein. Also vielleicht doch nochmal SSL. Also SSL finde ich schon. Es passt halt, weil es halt gelb ist, ne? Aber das wäre zu einfach. Pyramide ist es auf gar keinen Fall. Der Boden ist auf. Nee, das passt doch alles nicht. Boah, ich bin überfragt. Also genauso gut hätte Germe mir jetzt auch sagen können, ich bin irgendwo im Spiel. Irgendwo. Der Tipp wäre genauso gut wie das Bild. Also. Gibt es in TikTok-Clock so eine Textur? Ist das nicht eine Wandtextur oder sowas? Oh, ich bin gerade wirklich sehr lost. Ist das TikTok-Clock? Ich glaube nicht, dass er das machen würde. Ich weiß halt, ich werde es wahrscheinlich erkennen, wenn ich mehr habe. Aber gerade bin ich leider todeslost. So, vielleicht noch irgendwie da, wo man die Vanish-Clip bekommt, vielleicht? Ja, ne? Das hier. Ja, ich hab's. Ich bin der Beste, Bruder. Let's go. Ach, die Textur ist von dem Dreieck. Hier sieht voll danach aus. Ist es doch Vanish? Jetzt Vanish. Ich glaube, das sieht so containermäßig aus. Ich bin mir super unsicher. LOL, das ist das hier. Vanish Cap, nein. Wing Cap, nein. Hier auf jeden Fall auch nein. Ja, Wing Cap ist auch nicht. Boah, ich weiß nicht wirklich. Also, ich dachte, das erste Bild ist so nichtssagend. Es wird auch vermutlich wieder irgendwie eine Textur sein, die nur so ganz ein bisschen vorhanden ist in dem Level, die man halt null beachtet, so. Na, das kann nicht sein. Das könnte vielleicht das Wasserlevel sein, wieso nicht? Das könnte unter Wasser sein, das ist schon möglich so, ne? Das wäre schon mies gemeint, finde ich. Also ich hätte nicht mal Bock nach unten zu gehen, weil auch der Weg so lange ist halt, ne? Du willst nicht so jetzt lange Wege gehen und so. Oder ich muss auf den zweiten Screenshot warten. Na, wo das ist safe nicht hier, Digga, bin ich wie dumm? Nein, das safe nicht da. Ich chill jetzt hier, ich warte auf den zweiten Screenshot, weil dann wüsste ich es so ganz vielleicht halt, ne? Ich glaube, ich warte hier einfach, um dann zu reagieren, wenn das zweite Bild kommt, dass ich in alle Richtungen gehen kann. Screenshot Nummer 2 kommt. Wenn die halt reingehen, müssen die erstmal warten, bis die Vanish Cup weg ist und dann müssen wir dem Ingame hauen. Ich hoffe, die checken das. Ich hab grad Blackout. Ich kenn diese Textur. Das ist. Digga, hä, ich kenn die. Das ist Vanish Cup, oder nicht? Hä, war das Vanish Cup? Digga, bin ich gerade komplett lost? Ja, das ist Vanish Cup. Nein. Ich bin hier als allererster reingesprungen und hab ihn übersehen. Das wissen Leute, die das Game zocken, safe. Ich weiß es, Leute, ich muss los. Gott sei Dank. Alter. Wer fehlt noch? Ich fehle. Leute, das ist crazy. Meine Idee ist crazy. Was? Voll viele Leute denken immer, dass ich da bin. Und jetzt bin ich mal da. Warte mal, das ist crazy. Leute, checkt ihr? Ey, die werden wir so hassen. Okay, beim ersten Screenshot, wenn sich Waldo Yu nicht denkt, habe ich noch nie gesehen, dann weiß ich auch nicht. Weil das ist for real crazy jetzt, was ich gefunden habe. Leute, erster Screenshot ist doch schon auf dem Weg, ne? Ich weiß, wo der ist. Das finde ich nicht so crazy. Oh, Junge, das sieht so weird aus. Ich werde es
langsam sein. Ich weiß genau, wo es ist. Easy. Ich habe so ein Gefühl, das ist eine Kanone oder so, ne? Es könnte eine Kanone sein. Irgendwie irgendwas Einfaches oder ist es eine Kanone? Komm. Ich kenne die Textur, aber nur unter Wasser. Ich glaube, das ist Jolly Roger Bay. Ich könnte natürlich jetzt auch komplett falsch liegen. In dem Kistenraum da. Hier, wir kommen jetzt alle nach Jolly Roger Bay gehen. Die wissen genau, wo es ist. Die wissen genau! Okay, muss schnell sein. Oh, sie gehen alle zum Schiff? Oh, die gehen alle in das Level, ne? Weil ich aber auch mal in das Level, weil alle hier sind kann. Obviously denke ich richtig. Alle denken das. Let's go. Oh mein Gott. Oder hier oben, ja, stimmt. Oh, er ist hier, ja. Ich wusste es! Let's go! Instant! Aber ich hab so ein Gefühl, es ist nicht hier, for real. Ja, es ist die Textur von der Kanone, so, checkt ihr? Er ist ja nicht, oder? Doch, er muss ja sein. Oh Gott! Wo ist der? Müsste der nicht hier sein? Ah, da. Was denn die? Das ist ja die Wand! Ah, lol! Okay, ich muss ihn noch finden. Ei. Da ist er! Achtung, beste Sätze. Ja, ich. Egal, ich hau rein, ne? Die Leute, die aufgepasst haben, wissen, dass ich nicht in einen Kurs gegangen bin. Die sehen ja anhand von Einblendungen, ob ich in den Lava reingegangen bin oder nicht. Wenn die gut aufgepasst haben, wissen die, yo, der müsste irgendwo beim Castle sein. Ich weiß, was das ist. Weiß es. Wobei, ich bin mir nicht tausendprozentig sicher. Ein so ein Strich sieht komisch aus. Das ist doch hier. Das ist der Garten. Das könnte voll gut der Garten sein. Digga, er versucht uns zu trollen. Das ist hier draußen. Oh, ich weiß, was das ist. Es ist in Big Bus Haunt hinten. Bin mir dazu 100% sicher. Gucken, ob alle den gleichen Gedanken haben wie ich. Scheinbar nicht. Oh Gott, die haben anderen Gedanken. Was denken die denn? Wo ist denn das dann? Da rennen alle hinten, ich raste aus. Und sie wissen es auch alle. Digga, willst du mich verarschen? Let's go, easy. Oh, Alter, wie scary. Na! Okay. Wer fehlt noch? Oh Leute, ich bin raus. Ich dachte, es wäre die Rutsche. Oh, es gibt ja noch Bowser da, du Manus. Leute, wir haben was. Leute, ich hab so eine heftige Textur gesehen. Selbst Yamoto war geschockt, wenn er die Textur gerade sehen. Checkt ihr, wie ich meine. Auf diesem Lava befinden wir uns hier gerade und ich wünsche euch nachher natürlich viel Erfolg bei der nächsten Runde. Ihr werdet euch nach der Runde denken, ihr habt die Textur noch nie gesehen, weil ihr bin gerade absolut geschockt. Mach mal schnell einen Screenshot. Wer kennt diese Textur bei Bowser 1? Was ist das für eine Textur? Wer bist du und wie heißt du? Ich hab so viel Erfahrung an dieser Textur. Also, Screenshot Nummer 1 kommt. Boah, das könnte Rainbow Ride sein. Oh mein Gott, ich kann es auch falsch liegen, aber für mich sieht es aus wie Cuckoo Mountain. Was ist das? Das kann alles sein. Auf jeden Fall CCM, denke ich mal. Ja, eventuell verkacke ich jetzt, weil ich ganz woanders bin, aber ich vertraue meinen Intuitionen. Diese Wand hier, ich sehe blau oben, es könnte hinkommen, die Textur. Aber dieses hellblau da oben irritiert mich. Aber er ist hier leider nicht, ne? Ah, schade. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Sieht das hier so aus? Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht, ne? Anscheinend ja nicht. Vielleicht ist es auch Bowser. Sieht es da so aus? Ich könnte da mal reinspringen. Wow, also ich weiß gerade echt nicht. Hier gibt es aber auch nichts, was dahingehend. Oder vielleicht im Igloo. Aber hier ist es alles. Nee. Okay, dann eventuell wirklich ein Wasserlevel. Wenn es jetzt hier nicht ist. Obwohl ich da dann auch sehr unsicher bin, wo es genau sein soll. Aber es hat eine blaue Farbgebung. Na, hier nicht, ne. Oh, ich glaube schon tatsächlich. Nee, oder? Wenn ich jetzt deswegen verliere, das wäre tot. Nee, aber das ist es nicht, oder? Nee, hier sieht es nicht so aus. Vielleicht ist Bowser? Vielleicht ist es aber auch halt in der Rutsche. Das weiß ich halt nicht, ne? Es könnte schon gut sein, dass der hier irgendwo ist. Er ist wirklich hier. Du nutzt, ich bin Erster. Let's go. Das könnte auch Schnee sein. Das könnte voll gut Schnee sein. Das sieht so schneeig aus, aber Schnee will ich doch erkennen. Was sollte es da sein? Der Boden ist es nicht. Es ist irgendein Bowser-Level. Bowser-Level sind eigentlich dunkler, ne? Sieht schon ein bisschen danach aus, aber es sieht so anders belichtet aus. Aber die Farbe ist oft irgendwie weird. Könnte von der Struktur her hinkommen. Ist es irgendwo komisch beleuchtet oder so? Oh! Oh! Das ist an der Seite! LOL! Es ist halt so, sieht aus wie Schnee, der so bläulich, so dunkel ist, aber dann mit so einem weiten Rand, den gibt's hier nicht, ne? Screenshot Nummer 2 kommt. Doch, Dark World, okay. Oh, es ist Bowser in the Dark World. Ja. Okay, krass. Hab ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Oh, da sind zwei Speedrunners am Start. Zwei Speedrunners sind halt am Start. Oh mein Gott, da rutscht. Alter, war das close. Das ist crazy. Wer hat mich nicht getroffen? Der ist raus. Ach, ich wollte das Wochenende. Oh, okay. Ah. Neuer Screenshot, neues Glück, oder? Screenshot Nummer 1 kommt jetzt. Digga, was ist das? Sieht mir stark nach Bowser aus, aber welcher? Das ist auf jeden Fall so ein Bowser-Grün. Ich bin todeslost. Es ist Upper Floor. Er ist auf jeden Fall im Level drin. Oh mein Gott, das ist wirklich Bowser. Nee, das ist Dings, ja doch. Doch, das ist hier, das ist Star Road, ja. Rainbow Ride. Die Frage ist nur, wo? Oh, der Bowser hier ist nicht so grün, er ist lila. Oh Gott. Er ist nicht
Der ist nicht grün. Das ist hier lila. Ist hier irgendwas grün. Hier ist doch nichts grün. Ah, doch, da ist grün. Das ist doch genau das Ding. Er muss doch hier sein. Ist er Bowser 3? Ist er Bowser 3 vielleicht? Vielleicht hat Tsetse schon, Digga. Wenn Tsetse das hat, dann ist sie crazy. Da ist jemand! Wer ist das? Und findet er mich? Wird er mich finden? Das ist Paul! Wird Paul mich finden oder wird er vorbeilaufen? Warte mal. Ich hab's! Leute, ihr wisst Bescheid, es sind noch zwei Leute hier beim Finale. Und zwar einmal haben wir hier Paul am Start. Whoa. Was geht? Oh, und nicht Octopaul. Falls sie verwechselt. Wer auch noch hier beim Finale ist, ist Tsetse. Leute, na, wir machen ein Best of Three. Das heißt, die Person, die zwei Runden gewinnt, hat das ganze Event gewonnen. Leute, na, ich befinde mich hier. Leute, die haben den Screenshot bekommen und die suchen mich jetzt. Ich würde schon wieder Miss Fortress sagen. Mein Guess ist, ich könnte auch komplett falsch liegen. Ist ja Casey Mays Cave vor Metal Cap. Das ist mein Guess. Ich muss mir jetzt einfach mal angucken. Aber das war so dunkel, oder? Das war so dunkles Dings. Der Boden ist ja nicht grau, wollte gerade sagen. Nee, das ergibt gar keinen Sinn. Casey Mays Cave in Metal Cap. Das würde ziemlich gut passen. Es sieht sehr nach Casey Mays Cave aus. Paul ist in Hazy Maze. Wird er mir finden? Was muss ich halt den Clip hier hitten? Hab ich? Nee. Ich sag aber, es hätte for real sein können. Digga, was ist das dann? Bro, was ist das? Paul ist rausgegangen. Was? Paul war im richtigen Kurs und er ist rausgegangen. Ich suche jetzt einfach nur eiskalt nach diesem Boden. Es ist nicht hier. Ich gucke unten. Es wird nicht die Wüste sein. Ich gucke nochmal Little Lava Land. Ich traue es ihm zu, dass er hier nochmal ist. Aber hier ist nichts, ein heller Boden. Der Boden in der Pyramide sieht aus wie Popcorn. Wie Mais. Maisy, Maze, Maze. Es könnte der Farbton von diesem Boden sein. Also nicht den grünen, aber diesen hellen. Ist das vielleicht hier drüben oder so? Digga, Bro, es wäre crazy gewesen, hätte ich das jetzt richtig gehabt. Aber es wäre auch so schön gewesen. Es sind beide in Hazy Maze Cave. Es sind aber jetzt beide in Hazy Maze Cave. Hey, gibt's so eine Textur nicht, glaube ich, oder? Das sah für mich so plausibel aus, Digga. So die Frage, wo? Ist gar kein Boden? Hier ist wieder heller Boden. Das ist halt so eine Schräge, ne? Boah, das ist aber der Boden. Das ist aber der Boden. Das sieht so hart nach dem Boden aus. Es wird Maisy Maze Cave sein, ne? Hazy Maze Cave. Es ist eindeutig der Boden. Ich muss nur gucken, ob hier irgendwo eine Schräge ist. Oder ist er vielleicht hier oder so irgendwo? Ich wüsste Loki jetzt auch nicht gerade wirklich, wo das sein könnte, aber irgendwie hat es mir gerade so, hat sich gerade so angefühlt. Vielleicht da oben irgendwas? Irgendeine Textur, die so aussieht? Irgendwie nicht, ne? Es kann gut sein, dass es vielleicht Tsetse schon hat, aber I don't know. Ich weiß halt nicht, ob ich hier überhaupt ansatzweise korrekt bin. Ich bin mir, was das Level angeht, ziemlich sicher jetzt, weil der Boden schon danach aussieht, ne? Ich hätte einfach eine Sekunde warten können. Ist es doch Hazy Maze? Oder es kann... Ich probiere mal hier. Probiere mal Big Boss Hound. Es sieht auch schon sehr danach aus. Digga, das kommt mir so bekannt vor. Doch, es sieht schon sehr hier nach aus, oder? Aber wo gibt es diese Bodentextur? Das ist halt meine Frage. Die erkenne ich halt leider gerade gar nicht. Oh, what the f***? Hat Gabi hier gekocht? Vielleicht auch Hazy Maze oder so? Doch. Hier sind auch Schräge. Bin ich hier nicht eben gewesen? Hier war ich doch eben schon. Das ist doch genau das Gleiche. Aber das ist doch der Boden. Ich klapper gerade No Joke einfach irgendwas ab. Aber ja doch, ich glaube, ich muss mit Hazy Maze sticken. Hier ist Screenshot Nummer 2. Ich hab Gabi. Let's go. Oh mein Gott. Leute, das könnte die letzte Runde sein von diesem Geogaster-Event. Und als ob ich dann nicht zu Sifa Lavaland gehe. Leute, na, das Screenshot ist von diesem Vulkan. Das ist crazy. Wir sind wieder bei Sifa Lavaland. Wir versuchen mich hinter dem Vulkan so ein bisschen zu verstecken. Dann sollte jemand ins Lava reinkommen. Das ist absolut crazy, ne? Das ist Lisa Lavaland. Er macht's wieder. Er hat wieder Lisa Lavaland gemacht. Ich habe ihn analysiert. Es muss. Ich will es nicht sagen. Aber ist das der Vulkan? Doch, es ist. Er ist Basement. Es ist Lisa Lavaland. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Vulkan. Hat Germi wirklich den gemacht? Es gibt mir Vibes von Bob ums Battlefield. Komm, es muss. Dieser Mann, ich hab ihn gelesen. Komm, bitte, wenn das jetzt stimmt. Da ist schon jemand beim Vulkan. Das könnte halt auch voll gut der Vulkan sein. Es wäre so funny, wenn er wirklich hier wäre, Alter. Er ist wirklich hier. Ich hab ihn gelesen. Let's go, ich hab gewonnen! Nein!
Leute, wie ihr gesehen habt, Paul hat zwei Runden gewonnen. Du hast die 100 Euro jetzt gewonnen. Let's go. Na, wir haben das Ganze live auf Twitch gestreamt. Wenn ihr auch mal bei solchen Events live dabei sein wollt, hier ist mein Twitch-Name, Gami Streams, ihr wisst Bescheid. Und ja, Leute, danke euch an dieser Stelle fürs Zusehen. Also, ciao, Leute.